Hallöchen und willkommen zurück im regenen London bei Vampire. Das letzte Mal haben wir ja die junge Frau aus ihrer misslichen Lage befreit. Mit ihr habe ich nochmal gequatscht. Wir haben ja auch ein paar Infos über sie gehabt. Die Sache ist nämlich wie folgt, ich konnte nicht mehr großartig mit ihr reden, weil bei diesen Missionen, beziehungsweise wenn man da die Leute aus Gefangenschaft rettet, nenne ich es mal, ist es halt so, dass am nächsten Tag erst Gespräche freigeschaltet werden. Von daher denke ich mal, wenn wir uns dann ausruhen und unsere EP verteilen, Waffen verbessern etc., also wenn wir dann zum nächsten Tag wechseln oder zur nächsten Nacht, dann sind die Personen halt verfügbar. Mir wird sie zwar angezeigt, ne? Sie hat auch Kopfschmerzen, ich kann sie aber nicht behandeln, weil das ist noch nicht verfügbar. Deswegen reden wir am nächsten Tag erstmal mit ihr und machen uns mal weiter auf Missionen. Ich habe ja letztes Mal nach diesem Testament hier gesucht. Nur habe ich keine verfickte Ahnung, wo das sein soll. Deswegen der Vorschlag von mir, jetzt zu Anfang direkt einen Cut zu machen, das Ding zu suchen. Dann schalte ich wieder ein, wenn ich es gefunden habe. Dann gehen wir die Quest ab und dann machen wir mit der Hauptmission weiter. Klingt gut, oder? Also, machen wir das. Bis gleich. Ich glaube, ich habe es gefunden. Oh mein Gott, ey, was habe ich jetzt nochmal Ecken abgesucht? Ich habe mich aber auf keinen Kampf eingelassen, ich bin einfach nur geflohen. Ich wurde schon sofort wieder angegriffen von diesen Gegnern, die ihr gerade hört. Ich konnte sie aber nochmal abschütteln. Ich bin durch den halben Park jetzt nochmal gerannt, um das Ding zu finden, Alter. Okay. Anwesen der Familie, der Reed-Familie, 4. April 1908. Mein lieber Sohn, dies ist mein zweiter Brief an dich. Wenn du ihn findest, heißt das wahrscheinlich auch, dass du den ersten Brief deiner Schwester Mary und meiner lieben Emmeline gezeigt hast. Ich halte es für richtig, wenn du deine Entdeckung nicht für dich alleine behältst. Aber letztendlich entscheidest du das. Erinnerst du dich an unsere langen Spaziergänge im Park? Deine Mutter hat dir das Alphabet unter den Bäumen beigebracht. Ich hatte dort so viele Schätze für Mary und dich versteckt. Ihr wart beide so schlau, so brillant. Ich wusste immer, dass ihr beide großartige Menschen werdet. Ich war immer stolz auf euch. Ich konnte nie meinen Stolz verstecken. Wenn man mich fragte, was du eines Tages werden möchtest, er wird, was immer er sein will. Deine Mutter glaubte, dass du so wie zu deinen größten Künstler werden würdest. Du hast es immer genossen, zu lesen und zu schreiben. Ich habe immer noch dein allererstes Gedicht, so wie ich noch Marys erstes Bild habe. Als du dich entschiedst, Medizin zu studieren, war deine Mutter scharfsinnig genug, ihre Bestürzung und ihren Verdruss zu verbergen. Ich dagegen war froh, dass du kein stumpfer Bankier wie ich werden würdest. Du sagtest uns, du wolltest Mediziner werden. Geld spielte dabei keine Rolle. Du wolltest nur das Leben deiner Mitmenschen verbessern. Ich wusste in diesem Moment, dass wir dich die wichtigste Lektion von allen gelehrt hatten. Beurteile jede einzelne Seele nach ihrem Charakter, nicht nach ihrem Vermögen. Wenn du mehr wissen möchtest, erinnerst du dich einfach an das Krankenhaus, wo du zuerst für dein Praktikum bewarbst. Dein dich immer liebender Vater Aubrey Reed. I had almost forgotten. I applied for a position at Pembroke. It was so long ago. Bin in den dritten Teil. Es gibt noch einen dritten Teil. War das echt ein dritter? Wie viele Teile gibt's denn? Ich guck nochmal gerade in Questbeschreibung. Bin in den dritten Teil. Soll der sein? Ach, im Krankenhaus selbst. Ui. Okay. Das ist ein bisschen weit weg. Wir müssen ja auch noch immerhin zur Hauptquest. Dann machen wir so. Wir werden jetzt hier Richtung Hauptquest gehen, weil das Krankenhaus ist in der Nähe. Und machen vorher noch einen Abstecher bei Lady Ashbury. Ich werde das Ganze hier abkürzen. Wir werden uns bei Lady Ashbury wiedersehen, weil es schon ein gutes Stück Weg dahin ist. Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben mit der Hauptquest. Und nachdem wir dann hier angekommen sind, würde ich es gut klar und sagen, gehen wir dann rüber zum Krankenhaus, weil hier haben wir auch noch ein Gespräch mit Dr. Swansea offen. Und dann können wir das alles in einem Rutsch abarbeiten. So. Also, bis gleich wieder. So, da sind wir wieder auf der Map, unserem Freundesmittel, womit ich verloren wäre in diesem Spiel. Gut. Finde den Eingang zum Theater. Das ist das Theater. Ich denke mal, wir kommen hier nicht einfach so rein. It's locked. Super. Das heißt, es muss hier irgendwo eine Gasse geben oder irgendwie, dass ich mich irgendwo hoch teleportieren kann.
dass ich da reinkomme. Da sind noch Gegner. Ich denke mal, die lassen mich vielleicht passieren, wenn ich was weiter weg von denen laufe. Okay, ist auch nichts. Also so wie es aussieht, gibt es vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, von hinten irgendwie ins Theater zu kommen oder von der Seitengasse aus. Ich würde mal googeln und sagen, vielleicht ist es die Seitengasse. Deswegen gehe ich nochmal zurück. Nämlich, das ist schwierig so, weil der da, lotst mich immer dahin. Aber ihr seht, was ich meine, ne? Hier so. Geh mal so ganz vorsichtig. Da so hin. Ja, ja. Also hier lang quasi. Das dürfte richtig sein, oder? Ja. Vielleicht gibt es hier eine Möglichkeit, irgendwie da reinzukommen. Hier wäre eine Idee. Theater. Das von der anderen Seite aus zu öffnen, da wo er steht. Ach, da wo die Kerle den Typen umgebracht haben. Hier, ja. Was? Wer will denn was? Wow, 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 was ist hier denn los? Au. Mal warte ab. We have a killer. Komm her. Meine Schattenfähigkeit bringt bei ihm nichts, weil er hat eine hohe Resistenz. Aua. Au. Hat eine hohe Resistenz dagegen. Da ist Schreiben. Okay, gucken wir uns gleich mal an. So, jetzt safe. Was habe ich denn da jetzt für ein Schreiben bekommen? Gefahr? Irgendwas mit Gefahr. Ging so schnell, ich konnte gar nicht reagieren. Okay. Okay, aber hier da oben hin? Ist immer noch das Gebäude, glaube ich. Machen wir erstmal den Shortcut hier auf. Wüsste aber nicht. Nee. Bin mir nicht sicher, wie ich da reinkomme. Das hier sieht gut aus. There's an open window on the second floor. I should be able to get in through that. Hier. Das sieht nach einem Eingang aus. Würde ich mal behaupten. Doris Fletcher Schauspielschule. Wir sind drin! Da liegt was. Abschiedsbrief. Ich ertrage den Schmerz nicht mehr. Seit diese Schlampe mich infiziert hat, fühlt sich mein Körper an, als würde er auseinanderbrechen. Sie versteckt sich nun schon seit Tagen in meinem Zimmer, gibt mittels kleiner Notizen Befehle und probt nur nachts. Ich habe ihr, was eine ihr sogenannte Probe gesehen. Ihr sogenannten Proben gesehen. Sie stampft wütend und hasserfüllt auf die Bühne und bejammert ihre welkende Schönheit. Das Miststück ist infiziert, von Grund auf verdorben. Und sie will alle an diesem Ort und dann jeden in London anstecken. Ihr nächstes Stück wird nicht vor Dezember aufgeführt. Bis dahin werden alle Theaterangestellten ihre gehorsamen Lakaien gezwungen sein, ihren bösen Machenschaften zu dienen. Ich bin sicher, sie hat einen Weg gefunden, unser Essen oder das Wasser zu verderben. Denn nach der Mahlzeit, die sie uns letzten Montag servierte, sind wir erkrankt und haben begonnen, uns zu verändern. Wer auch immer diesen Brief finden mag, soll wissen, dass ich mich nur umgebracht habe, um der Hölle zu entkommen, zu der dieser Ort geworden ist. Möge Gott mir und meiner unsterblichen Seele gnädig sein. Schließlich
habe ich mich geweigert, Komplize bei dieser Teufelei zu sein. Okay, das heißt, die wurden dazu gezwungen, mitzumachen. Also die hatten wohl keine andere Wahl. Und anscheinend hat sie irgendwie ihr Blut mit dem Essen vermischt oder sowas. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich sehe kaum was. Can that be Doris Fletcher's voice? Könnte sein. Where does it come from? Von unten ist wahrscheinlich. Die tötet mich gleich. Scheiß enger Gang. Oh nein. Jedes Mal passiert mir das. Jedes Scheißmal. Das ist zum Haare raufen. Ich hätte mir vielleicht noch Elixiere herstellen sollen. Aber ich habe nicht dran gedacht. Was heißt nicht dran gedacht? Ja, ich habe nicht dran gedacht, dass ich hier nochmal auf Gegner stoße. Ich habe mir so gedacht, ja gut, für den Bosskampf wird das reichen, aber ne. Gucken wir mal. Hier noch was? Da liegt noch was. Altes Tagebuch von Doris Fletcher, London, 17. August 1819. Ich habe sie leibhaftig gesehen, die Hexe aus meinen Kinderalbträumen. Das Miststück hat mich jahrelang gequält. Ich erblickte sie und erschauderte, ihre Stimme, ihr Gesicht. Ich wusste, dass sie in jenem Krankenhaus war. Ich wusste, dass sie krank war und wollte ihr Leid mit eigenen Augen sehen. Ich mag mich selbst neu erfunden haben. Eine berühmte Schauspielerin geworden sein und diesen furchtbaren Jahre verdrängt haben. Aber ich kann nicht vergessen, dass ich ihre Tochter bin. Als ich ihren gebrechlichen Körper in jenem schmalen Bett sah, leidend, krank, besiegt, musste ich meine Tränen zurückhalten. Denn sie sah mich an, sie erkannte mich. Sie sah den Hass in meinen Augen und sie lächelte. Dieser leichenhafte Abglanz meiner Mutter. Das Schlimmste war, dass ich keinerlei Befriedigung verspürte, sie so stark leiden zu sehen. Am schlimmsten war nicht die plötzlich wiederkehrende Erinnerung an die Schläge und Schmähungen. Nein. Am schlimmsten war der Hass, der in meinem Herzen aufkeimte, als sie mich ansah. Denn diesen Hass verströmte auch sie. Letztendlich bleibe ich einfach ihre Tochter. Mutter und ich sind aus demselben Holz geschnitzt. Also hat sie eingesehen, dass sie und ihre Mutter eins sind. Ach, da ist sie ja. In front of you stands the tall queen. Okay, hier war ein Loch im Boden, da komme ich wohl nach unten. Und dann in den Kampf mit ihr. Das ist Farbe, ich dachte, das ist Blut. All paint in blood. Mich mal hier um, ob hier noch was ist. Oh ja, ein Rattensnack. I have this thirst for blood. Blood. Ich wollte mich einfach nur noch mal kurz umgucken, ob wir hier noch was finden. It's locked, all right. Okay, das funktioniert so nicht. Hier geht's runter. Who are you? You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah, but Doris Fletcher is no more.
She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you. But I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final wish. You kill, come to me, my servant. Oh shit! Ah, sie spawnt noch Gegner. Your hand is shaking. I smell your fear. On guard! Ah, mein Ausdauer. An Guard. Behold, Kinslayer, the disgrace of she was once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? Was denn jetzt? Oh Gott. Ich hab kein Blut mehr. Autsch. Nicht gut. Schützt sich als. Ich habe halt nicht mehr genug Blut, mich zu heilen. So, ich habe hier den ganzen Platz für mich. Okay, ich habe mehr Platz zum Ausweichen, als ich dachte. Gut. Zum Glück sind die Gegner, die sie beschworen hat, nicht so stark. Aber sie ist ja auch noch da. Ihre Angriffe sind, haben eine große Reichweite. Kampf halt nicht gerade einfach. Also sie ist ja mein Ziel. I smell your fear. Anstrengender Fight. My beloved. Come on, noch einen Schlag, dann kann ich es aussaugen. Shit, ich bin gleich tot. Na, nicht gut. Ja, ich bin tot. Der ist schwer, der Kampf. Ich glaube, ich schaffe den nicht. Deswegen überlege ich gerade, ob ich nochmal zurückgehe und mir Seren herstelle. Sowohl für Blut als auch für Lebensenergie. Ob das mehr Sinn macht. Habe ich denn noch Knarrenmunition? 5 Schuss. Ich könnte es nochmal versuchen, rein theoretisch. Könnte ich es schaffen, wenn ich in Angriffen gut ausweiche und die Gegner so ein bisschen in Schach halte.
Okay, versuchen wir das nochmal, ansonsten werde ich es offscreen machen. Ich skippe jetzt nochmal die erste Phase und dann steigen wir bei Phase 2 ein. Ah, jetzt geht's wieder los hier. Ich direkt angegriffen. Okay, ich muss erstmal weg. Ah. Ich habe wieder kein Blut, das ist halt problematisch. Ja, weil dann kommt sie nämlich und greift mich an. Ja. Und das ist halt das große Problem. Die drängen mich halt zu sehr in die Ecke. Ich habe nicht genug Ausdauer, um auszuweichen. Also sie kann sich ja auch teleportieren. Kommt dann schnell. So, jetzt. Ich hab sie halt mit einem Biss gekillt, weil der so stark ist. You killed my father. Prepare to die. Ja, Ausdauermangel. Ich wünschte, es gibt einen Skill, womit Ausweichen weniger Ausdauer verbraucht. Werde ich wieder sterben. Ihre Angriffe ziehen einfach zu viel ab. Okay. My blade shall pierce your villainous heart, dark. Das Angriff halt auch noch Ausdauer ziehen. Das ist halt so Souls-mäßig halt alles. Noch mehr. Meine ultimative Fähigkeit braucht halt noch. Der Bosskampf ist halt so absurd schwer. Was ist denn jetzt? Aber nicht genug Ausdauer, allen Angriffen auszuweichen. Ja, das schaffe ich nicht. Einfach zu viele. Warte nur drauf, dass meine ultimative Fähigkeit voll ist. Vielleicht habe ich dann Glück, ein paar auf einmal zu killen. Jetzt. Der Schaden nimmt halt ab, umso mehr da sind und umso mehr ich treffe. Ja, deswegen. Ich kann halt nichts machen, wenn die mich halt angreifen. Eigentlich muss ich sie ja killen. Das ist gar nicht so einfach, wie man glaubt. Ja, genau. Da kommt sowas bei rum. Ja, ich kann nicht mehr ausweichen. Es ist so geil, dass die Waffe halt Blut aufnimmt. Somit habe ich halt eine minimale Chance, dem Ganzen zu entkommen. Yeah!
Okay, ich kann wieder. Scheiße, das Gift. Komplett vergessen. Ich bin wieder tot. Ey, das gibt's nicht. Dieser Bosskampf ist absurd schwer. Absurd schwer. Okay, dann machen wir einen kurzen Break hier. Da werde ich nämlich das Ganze abkürzen. Werde nochmal zurück in mir Serien herstellen. Das macht die ganze Sache, denke ich mal, einen Ticken einfacher. Am Ende level ich auch nochmal, um gegen den Kampf besser gewappnet zu sein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Die sieht super lecker aus, die Frau. What? I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now, the threat you embody must be stopped. Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher. The greatest actress of her generation. No one can take that from you. Farewell. Farewell, Doris. Bravo! So dramatic. I love it. McCullum. How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that skull infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right now. Errungenschaft freigeschaltet, der letzte Akt. Ja, wir sollten gehen, bevor hier noch mehr auftauchen. Und höchstwahrscheinlich sind hier noch ein paar Gegner jetzt aufgetaucht. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. Okay, hier können wir noch ein paar Sachen einsammeln. Nimm es mal mit. Ich werde es jetzt nicht nochmal lesen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Und hier kommen wir höchstwahrscheinlich wieder raus. Ja, es war ein anstrengender Kampf gegen Doris Fletcher, aber es hat sich gelohnt. Wir haben auf jeden Fall einen Haufen EP bekommen, plus eine Waffe von ihr. Diesen Säbel, den sie in der Hand hatte. Wir gucken uns mal an. 2200 habe ich gekriegt. Ich hatte zuvor nochmal gelevelt. Hatte, glaube ich, 1800 und jetzt ja 2200. Was jetzt? Finde heraus, ob Doris Fletcher die Ursache der Epidemie ist. Achso. Immer noch. Wir kommen aus dem Theater. Sind wir. Ein paar Meter weiter gehen. So. Kapitel 5, eine zweite Meinung. Audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. Unnatürliche Selektion. Der unterstützte den Eskalon-Klopf im Kampf gegen die Wache von Priven. Okay.
das könnten wir tun. Zuerst würde ich aber nochmal gerne dieses den dritten Teil des Testaments finden am Krankenhaus. Was ich mir jetzt als allererstes noch angucken wollte, ist die Waffe von ihr. Hervorragender Säbel, 140 Schaden. Ich habe meine Säge, wie ihr auch übrigens sehen könnt, auf Maximum gelevelt und alle Fähigkeiten. Sie nimmt 7,5 Blutpunkte auf und der Schaden ist um 10% erhöht. Hier müssen wir halt nochmal ein bisschen die Specials verteilen. Specials sind diese Sachen, nenne ich sie mal, in den Kästen hier. Ja, haben wir schon ein gutes Arsenal an Waffen gesammelt mittlerweile. Und ich habe, wie ihr auch unschwer erkennen könnt, meine Ausdauer geboostet mit den mit den 1800 Erfahrungspunkten, die ich hatte. Ich habe zweimal in Ausdauer investiert. Guck mal, mit drei Schlägen gehen die kaputt. Die Waffe ist halt so overpowered aktuell. So. Dann gehen wir schon mal Richtung Krankenhaus. Und dann können wir dort auch dann unsere Erfahrungspunkte verteilen. Ich habe zwar nicht viel Lebensenergie und bin noch nicht so stark wie die meisten Gegner hier, aber meine Waffen sind schon mal auf einem guten Stand. Oh, endlich Patronen für die Knarre. Ja, die meisten menschlichen Gegner, die Waffen haben, lassen halt Patronen fallen. Ich brauche natürlich welche. So. Wo muss ich jetzt lang? Ja, am besten macht es Sinn, hier jetzt rechts zu gehen. Hier jetzt lang. Im Prinzip. Dann nach rechts. Komme ich an dem vorbei, ohne dass die Zicken machen? Ja. Ja. Ekelhaft. Dann im Licht. Sache mal. Hey, dreht mir nicht den Rücken zu. Ihr habt es so gewollt. Ich habe euch gewarnt. Ich bin nach oben teleportiert, das wollte ich nicht. Was ist der denn da mit der Tür? Ey, mein Biss macht mittlerweile so viel Schaden und gibt so gut Lebensenergie zurück. Ich glaube, das verbessere ich auf Maximum. Dann kann mir keiner was, wenn ich ihn beiße. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Perfekt. Haben wir da durchgerusht? Müsste die Brücke sein? Ja, Richtung Krankenhaus. Perfekt. Mit Lady Ashbury habe ich schon gequatscht. Das habe ich schon offscreen erledigt. Der hat ein paar Informationen über den Escalon Club. Aber jetzt auch nichts Weltbewegendes und hat leider noch wirklich keine Informationen über unseren Shop herausgefunden. Soll ich da mitmischen? Hey, 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 hey.
Mach mal langsam, großer. Man merkt schon, diese Gegner sind wiederum eher meine Kragenweite. Also ich glaube, wenn die Zahl, die sie über dem Schädel haben, weiß ist, dann sind die eigentlich kein Problem für mich. Sobald sie in den roten Bereich gehen, könnten sie mir Schwierigkeiten bereiten, so wie es die meisten Gegner im Westend nämlich sind. Das ist übelst. Pembroke Hospital. Jesus. Good evening. Good evening. Was hab ich denn an Geld? 23. Ja. Viel kaufen kann ich nicht. Ich hätte gerne seine Waffe noch, einfach der Vollständigkeit halber, aber ich habe nicht so viel Kohle leider. Ich könnte zwar Waffen verkaufen, aber die will ich ja selber behalten. Die geben auch gar nicht mal so viel im Vergleich, was seine Knarre kostet. Na, ja, vielleicht kriege ich ja noch Geld. Ein paar Sidequests. Hier gibt es niemanden mehr zu pflegen, weil alle sind gesund und munter. So, und dann gucken wir offscreen gleich nochmal nach dem Testament, dem dritten Teil, wenn wir eh hier sind. What news, Jonathan? I've heard you've now joined the vampire elite of London. Did Elizabeth tell you? So it's Elizabeth now. My, my. Things are moving quickly. I turn my back for a moment, and away you go. Have you seen Lady Ashbury recently? Yes, she popped in yesterday. Told me about your new friends in the West End. Just a courtesy visit, then? Yes. And no. She was en route to the docks, I think, following a lead concerning your maker. How's the situation at the Pembroke? We're still holding out. Question is, for how long? What we really need is hope, Jonathan. Hope for a better tomorrow. I may have found the source of the contagion. Doris Fletcher, the actress. Thankfully, in the end, she was destroyed by fire. Really? Oh, please, do tell me more. Doris was a heavily mutated skull. Almost a new breed entirely. It's as if the disease had completely altered her mind and body. Highly contagious. As if the disease had taken control of her will? Yes. Once a beautiful and brilliant woman, she became motivated by hate alone. Oh, she was a beauty. I met her when she visited the hospital to cheer up the sick. Too bad the fire destroyed her. But it was probably for the best. Have you heard of similar cases? No, I don't think so. Except perhaps... It reminds me of an old report from the Brotherhood. Well, more an article, really. What was it about? The author, a friar, referred to a rare form of contagion in a skull he observed during the Black Death. The carrier was always female. They called them ichors. I'll come back later. Thank you, Edgar. Always a pleasure to see you, my friend. My friend. Okay. Ich würde aber auch gut gelaunt sagen, wir sind hier erstmal am Ende angekommen und ich bedanke mich schon mal recht herzlich bei dieser Episode von Vampire. Ich weiß, diese Folge war etwas sehr zerstückelt, aber wir haben Doris Fletcher erledigt und sind schon mal auf einem sehr guten Weg, eine Heilung für das Ganze zu finden, hoffentlich. Und ich bin mal sehr gespannt, was noch auf uns zukommen wird. Das Spiel ist auf eine sehr interessante Art und Weise sehr spannend geschrieben, vor allem die Charakterentwicklung von Dr. Reed gefällt mir ganz gut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder bei einer neuen Episode von Vampire. Macht's gut, bis dann.